Die Mona Lisa, der Schrei, das Mädchen mit dem Perlenohrring. Jeder kennt diese berühmten Gemälde, obwohl sie schon hunderte von Jahren alt sind. Verantwortlich dafür sind die Kunstrestauratoren. Sie schaffen es, dass die Kunstwerke heute noch wie neu aussehen. Eine davon ist Sabine Hermes. Sie hat ihr Atelier hier in Köln. Ich mache das ja schon fast 25 Jahre. Hier arbeite ich als selbstständige Restauratorin. Und das macht mir große Freude, mit Kunst zu arbeiten. Kunst ist, was das Leben bereichert. Kunst macht natürlich auch viel Arbeit, aber es ist wunderbar, jeden Tag mit Kunst zu tun zu haben. Die Leidenschaft für Kunst hat Sabine letztendlich zur Restaurierung geführt. Ein Handwerk, das bis ins 19. Jahrhundert zurückgeht und den Erhalt vieler geschichtlicher Schätze ermöglicht. Wir unterscheiden zwischen konservatorischen und restauratorischen Maßnahmen. Konservatorischen sind die rein bestandserhaltenden Maßnahmen. Und die restauratorischen, die kommen dann hinzu, wenn es darum geht, wieder die Ästhetik eben herzustellen. In der Regel ist das so, dass man dann eben auch ein Konzept macht, also wie so ein Behandlungskonzept, Maßnahmen vorschlägt. Das wird dann auch mit Fotos und schriftlich festgehalten und darüber wird dann entschieden, ob dann die Restaurierung stattfinden wird. Wenn das Kunstwerk dann im Atelier ankommt, werden Tests durchgeführt, um zu ermitteln, mit welchen Methoden gearbeitet werden soll. Dazu gehört zu entscheiden, welche Materialien verwendet werden und ob beispielsweise eine Nass- oder Trockenreinigung in Frage kommt. Die oberste Prämisse ist, dass die Substanz nicht gefährdet werden darf. Denn die wichtigste Aufgabe ist das Erhalten und Bewahren. Deswegen ist die häufigste Behandlung, vor allem bei sakraler Kunst, die Konservierung. Das ist ein Engel eines Reliefs. Und das Relief stammt aus dem 19. Jahrhundert. Das war Teil eines Altares, der aber in den vermutlich 60er Jahren verloren gegangen ist. Man sieht ja eben auch Schäden. Die Farbschicht ist gelockert. Man sieht hier weiße Stellen, wo die Farbschicht schon verloren gegangen ist. Die werden halt etwas farblich eingetönt, sodass es halt wieder geschlossen wirkt. Neben den farblichen Verbesserungen wird auch das Material an einigen Stellen repariert. Das heißt, Risse werden gegebenenfalls verleimt und Hohlräume werden gefüllt. Ich nehme hier einen kleinen Tropfen und setze den hier an die Kante der Fehlstelle. Und durch die ganz niedrige Viskosität zieht sozusagen das Festigungsmittel in diesen Hohlraum ein. Bei dieser Arbeit ist höchste Präzision gefragt, da so viel wie möglich vom Original erhalten bleiben soll. Es wird nichts neu gemacht, nichts. Der historische Zustand wird so belassen. Aber wenn jetzt zum Beispiel jetzt ein Flügel oder eine Flügelspitze fehlt und ein anderer Flügel ist da, kann man das ergänzen, weil man ja ein Vorbild hat. Diese holzschnitzerischen Arbeiten, die werden nicht hier gemacht. Die gebe ich dann weiter an einen Bildschnitzer. Die vielseitige Arbeit begeistert die selbstständige Diplom-Restauratorin seit vielen Jahren. Eine Leidenschaft, die alle Jahreszeiten übersteht. Im Winter ist es schöner, hier zu arbeiten, als in der kalten Kirche. Aber es gibt auch Momente, wo man gerne in der Kirche arbeitet, wenn dort dann eben ein guter Organist oder Organistin anfängt zu spielen und man arbeitet da an einem Objekt, dann denke ich manchmal, hat den schönsten Beruf der Welt.